Die neue Biennale-Direktorin Eva San-Giorgi kann sich zurücklehnen. Ihr Programm für das Wiener Filmfestival ist im Kasten. Am Dienstagabend hat sie es vor Publikum präsentiert. I'm pretty happy, but then now it starts to... Ich bin froh, jetzt muss es zum Leben erweckt werden. Zuvor war alles in meinem Kopf, basierend auf meinen Ideen und Interessen zum Kino. Jetzt bin ich neugierig auf die Publikumsreaktionen. Rund 270 Produktionen von großen Regisseuren bis zu ganz kleinen Filmen werden ab 25. Oktober in Wien gezeigt. Für die Vorbereitung des Festivals hatte die gebürtige Italienerin nur 6 Monate Zeit, da sie davor noch in Mexiko gearbeitet hat. The program is even better than I expected. I mean, I really... Trotzdem ist das Programm besser als erwartet. Ich hatte die Möglichkeit, Filme zu sammeln und mich dafür einzusetzen. So habe ich alles, was ich wollte. Aber natürlich, das Drumherum kann sich im nächsten Jahr noch entwickeln. Eventuell eine Zusammenarbeit mit anderen Kulturinstitutionen, Programme mit Kunst und Tanz, mehr Interaktion. Auch mehr Geld kann sie sich im nächsten Jahr für die Biennale vorstellen. Yes, I need. So I'm also working hard, not only watching films, but... Ja, auch hier arbeite ich hart. Ich schaue nicht nur Filme. Fundraising gehört zu meinen Aufgaben, um neue Projekte möglich zu machen. New partners in order to make possible many things. Für die 40-jährige Italienerin ist es die erste Biennale-Ausgabe. Ihr Vorgänger, Hans Hurch, leitete das Filmfestival 20 Jahre lang. Ob sich Eva San-Giorgi auch vorstellen kann, so lange in Wien zu bleiben? But in my case, I mean, I don't know. I cannot think in 20 years, but I would be happy to be here for 5, a little more maybe. In meinem Fall, ich weiß nicht, was in 20 Jahren sein wird. Aber es wäre schön, 5 Jahre oder ein bisschen länger hier zu bleiben. Heutzutage ändern sich die Dinge schneller. Auch bei Filmfestivals ändert sich die Leitung öfter. Das passiert in Berlin, in Locarno und in Wien. Other film festival directors. It's happening in Berlin. It's happening in Locarno. It happens in Vienna too. Die 56. Biennale in Wien findet von 25. Oktober bis 8. November statt.